Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar heute geht es um das Ox-Inventar, was ziemlich gut ist. Kann sich auf jeden Fall messen mit gekauften Scripts bzw. kostenpflichtige Inventare. Und bietet zudem auch die ganzen Funktionen mit Shops, Waffenshops, Lizenzen. Crafting sogar auch mit am Start. Und ja, ich sehe es halt immer wieder, es kommen wieder Kommentare und zu den zum alten Inventar, was ich damals mal vorgestellt habe, müsste glaube ich 2 oder 3 Jahre her sein, was ich jetzt nicht so wirklich empfehlen kann. Ja. So, dann benutzt doch lieber das Ox-Inventar und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, Kopf in den Nacken und wir fangen auch direkt an. Ja, Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Runterladen, einmal auspacken und dann haben wir auch diese 2 Ordner hier. Und zwar, hier haben wir einmal so das Oxlib. Es ist eine Abhängigkeit für das Inventar. Ja, das muss installiert sein. Deswegen fangen wir auch direkt an. Wir gehen in den Resource-Ordner, ziehen halt ihn hier, also das Inventar, einfach so in den Resource-Ordner. Starten wir dann gleich. Und bei Standalone habe ich das Ganze mit dem Oxlib einfach reingezogen, weil wir hier den Standalone-Ordner komplett starten, automatisch. Das heißt, wir gehen zurück, öffnen die Server.cfg und ich habe das bereits gemacht, ich muss kurz nur runterscrollen. So. Und hier ist es wichtig, die Reihenfolge zu behalten, denn macht ihr es anders, kann es zu Problemen führen und zu Errors kommen und. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr es genauso macht, wie ich das hier auch habe. Und zwar hier starten wir das Framework, ja, und unter dem Framework starten wir das Ox-Inventar. Einfach wie gewohnt mit so den Command, Leerzeichen und dann auch so den, den Ordnernamen einfach rein. So, danach starten wir, beziehungsweise könnt ihr das ja ganz gut sehen. Ja, und wir starten halt hier auch schon den Standalone-Ordner, wo denn Oxlib ja halt abgelegt ist. Deswegen brauchen wir es jetzt nicht nochmal starten. Und hier macht ihr euch einen Kommentar, so wie ich das jetzt habe zum Beispiel, so damit ihr das Ganze wiederfindet. Ja, hier sind so die wichtigsten so Befehle für das Ox-Inventar. Einmal haben wir für das erste ist das Framework, also dazu dann einfach QB reinschreiben und so in unserem Fall ist es ja so das ESX-Framework, also ESX. Mit dem zweiten Command können wir die Slots festlegen. Ja? Jetzt haben wir 50 Slots. Halt für das Inventar. Wir können das Ganze auch auf 60 oder 100 machen, je nachdem wie ihr euch das vorstellt. Hier haben wir die Gewichtsangabe. Ja, so die könnt ihr auch komplett anpassen. So, das ist diese so Gewichtsangabe ist für den Spieler, wie viel kann er denn später tragen. Ja? Und so das Ganze in Kilogramm. Und hier haben wir einmal noch die Sprache, also damit wir das Ganze auch auf Deutsch haben. Können wir das Ganze einfach hier auf DE machen. So, die 4 Commands werde ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben zusätzlich in der Dokumentation vom Ox-Inventar natürlich noch einige mehr. Ja, so da gibt es auf jeden Fall, ich glaube, 20 oder 30 Befehle. Aber so, das sind jetzt hier die wichtigsten 4, die wir brauchen. Gut. Wenn wir es gemacht haben, speichern und dann sind wir in der Server.cfg dann auch durch. Jetzt müssen wir einmal nochmal in den Resource-Ordner gehen, einfach in den Core-Ordner, in Extension und öffnen die config.lua. Und hier machen wir als erstes so das Inventar, also das alte Inventar aus, halt einfach hier, wie ich das habe, auf Falls. Und hier machen wir die gleiche so Gewichtsanzeige, die wir auch in der Server-CFG angelegt haben. Müssen wir die hier auch eintragen. Ja? Ganz wichtig. Ja, speichern, Server neu starten.
Und dann haben wir das Ganze auch schon fertig installiert. Gut, jetzt gucken wir uns nochmal die Live-Konsole an, denn da möchte ich euch auch nochmal kurz ein paar Sachen sagen. Und zwar, wenn das so aussieht wie bei mir, heißt es nichts Schlimmes, denn hier wurde nur wiederum ein Update steht zur Verfügung. Also in der Live-Konsole könnt ihr halt immer wiederum nachgucken. Halt auch nicht bei allen Scripts, nur halt die Scripts, die das Ganze supporten. Und hier drunter ist immer so der Link. So, das heißt, wir können einfach den Link kopieren, neuen Tab öffnen und uns das Ganze neue herunterladen. Somit sind wir immer ja, up to date. Ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Spiel auf unseren Server und sehen uns gleich wieder. So, wenn wir dann angekommen sind, können wir einfach uns connecten, ja, und oben rechts können wir schon mal sehen, steht dann auch so, das Inventar wurde erfolgreich so geladen. Und so bei euch auf F2 sollte das eigentlich sein, da könnt ihr dann das Inventar halt öffnen. Ihr könnt das aber alles noch umstellen in so den 5M Optionen, das heißt, wir gehen hier auf Tastenbelegung, dann gehen wir auf 5M. Und dann haben wir das Ganze hier mit Ox-Inventar. Können wir einmal die Hotkeys auch festlegen. Ja, die können wir auch halt auf die Maus binden oder so. Was natürlich auch zum ein oder anderen ganz praktisch sein könnte. Ansonsten gehen wir halt weiter runter und suchen die Option, damit wir das Ganze auch verändern können. Hier. Hier zum Beispiel auf I habe ich das Ganze für Inventar, ne? Wer kennt es nicht? Aber das könnt ihr euch natürlich auch auf Plus machen oder sonstige Taste. Ja? Und für das zweite Inventar, so das ist so damit gemeint für das Handschuhfach und für den Kofferraum. So, das ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Und hier haben wir nochmal den Reiter Schnelltasten, ja, so das haben wir jetzt gerade auf Tab. Somit, ja, werde ich euch einmal ganz kurz ingame noch zeigen. Und zwar auf Tab können wir halt die 5 Hotkeys, also die Hotbar quasi sehen, was wir halt so belegt haben, so da drauf. Mit I können wir das Inventar dann öffnen und so sieht das Ganze dann aus. So, bei euch würde es jetzt leer, glaube ich, aussehen oder nur ein Hamburger und ein Wasser oder so. Und Geld. Ja, wie wir hier schon sehen, sind schon vordefiniert, alle Waffen sind Items. Das heißt, wir können auch mehrere Pistolen mit uns tragen. Je nachdem, wie viel Platz wir haben. Das heißt, wenn wir Leute ausrauben, dann, sonst hatten wir immer dieses Problem bei ESX, dass wir, wenn wir schon eine Pistole haben von der gleichen Sorte, dass wir keine zweite aufnehmen können. Ja. Ja, wie wir hier auch sehen können, wenn wir mit der Maus drauf gehen, können wir das Inventar bzw. dieses Item auch noch ein wenig bearbeiten. Ja. Zum einen können wir die Seriennummer kopieren. So benutzen, geben und hier können wir auch sehen, so das Inventar ist auch schon auf Deutsch. Und ja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, der Waffe eine Haltbarkeit zu geben. Das heißt, wenn wir damit dann später rumschießen, so wie hier, ja, haben wir nur noch eine Haltbarkeit von 94. Ansonsten frisch ist halt 100. Ne? Und hier steht auch gleich noch dran, welche Munition, also so den Munitionstyp, so haben wir dann auch die 9 mm, das heißt, hier haben wir auch die 9 mm Patronen. Ja, gut. Ja, wir können so das Ganze so hinpacken, wie wir wollen. Ja, können wir halt so aufräumen, wie wir wollen. Ja, und das Ganze, ja, zack, zack, so. Ja. So. Gut, mit der 1 können wir dann die Waffe rausholen, ja, und wieder wegstecken. Mit der 2 können wir dann was ordentliches trinken, ne? Gute Animation schon mit drin. Mit der 3 halt ein Cheeseburger,
Splitter 4 können wir uns jetzt ja, ein wenig heilen. Gut. Ja, dann zeige ich euch schon mal die vordefinierten Shops. Einmal haben wir hier den Waffenshop. Ja, hier ist noch der alte im Kringel. So, den könnt ihr dann rausnehmen komplett. Bei dem braucht ihr dann auch nicht mehr. So. Und hier haben wir eine Lizenz. Ja. Hier können wir die Lizenz kaufen. Wenn wir E drücken, kaufen wir die. Ich habe diese so bereits. Ich glaube, die kostet 5000. Ja, solltet ihr auf der Hand oder Bank haben dann. Gut. Ja, hier E drücken und hier haben wir den Waffenshop. Ja. Und hier können wir einfach einkaufen, wie wir wollen. Ja. Zack. Und wir brauchen noch eine zweite für einen Kollegen oder so. Alles möglich. Kugeln, gar kein Problem. Ich brauche 500 Kugeln. Ja, ne? Zack. Und so können wir das halt machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Shop. Ja, die alten Shops müsst ihr natürlich raus machen. Weil die braucht ihr halt dann auch nicht mehr, ne? Ist halt schon vom Inventar so. Und ihr könnt natürlich noch mehr hinzufügen, wie ihr wollt. Ja, hier auch einfach E drücken und dann habt ihr hier auch, könnt ihr euch hier Burger kaufen, ja, Wasser. Hier, ja, jetzt haben wir ein wenig viel, weil wir hier nicht die Zahl geändert haben, ne? Aber ja, jetzt haben wir 505 mal Wasser. Auch nicht schlecht. Gut, ja, Schutzwesten sind auch schon am Start, die müsstet ihr aber euch da im Item, beziehungsweise ich glaube in Waffe oder Item Config dann einmal raussuchen. Wenn ihr ein ausführliches Video haben wollt, wie wir halt Shops machen, wie wir halt Crafting Sachen machen etc. pp., dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen auch weiter. Ja, hier haben wir noch ein Geschäft, das ist so eine Art Geschäft, ja, so ein, wo wir zum Beispiel Reparaturkits oder Lockpicks und sowas kaufen können, ne? Das können wir dann auch einfach hier in eine Zahl eingeben. Sagen wir, wir brauchen jetzt 5, ja, dann packen wir das, zack, haben wir 9, ne? Weil wir schon 4 hatten. So. Gut. Ich glaube, das waren die vordefinierten Shops, wenn ich nichts vergessen habe. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, einmal zu gucken, wie das Ganze dann aussieht. Für das Crafting, ja. Und mein Auto. So, so sieht das dann aus. Wir können jetzt hier einfach E drücken. Und hier können wir jetzt craften. So, das heißt, wir benötigen Hammer und 5-mal Metall. Ja. Und dann könnten wir uns ein Lockpick, so beziehungsweise pro Crafting können wir auch hier auch sehen, haben wir eine 2, also mal 2. Das heißt, wir bekommen 2 Stück. Das können wir natürlich noch so machen, wie wir es wollen. So, da muss ich noch mal ganz kurz zwischenfunken, denn ich glaube, ich habe das Wichtigste vergessen, denn ich habe vergessen zu zeigen, wie das Handschuhfach und der Kofferraum funktionieren. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal ganz kurz noch mal rein. Genau, wir stellen uns am besten hier hin und spawnen uns mal ein Fahrzeug mit Kofferraum. Den guten alten Blister, ja. So, wenn wir dann hier im Fahrzeug sind, können wir K drücken. Ja, ich weiß, es sind hier noch ein paar andere Menüs im Weg. Aber es geht ja um so das Ox-Inventar. Und zwar haben wir hier jetzt 88 Kilogramm. Ja, können wir jetzt hier verstauen. So, das heißt, hier können wir eine Pistole und reinlegen. Das können wir natürlich auch alles im Ox-Inventar einstellen. Kofferraum, Handschuhfach etc. pp. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein ausführliches Video wollt, dann gerne unten in die Kommentare. Gut, wenn wir jetzt zum Beispiel hier dann aufsteigen, ja,
und wieder einsteigen. Und wieder K drücken, so dann ist die Pistole immer noch drin halt, ne? So. Gut. So. Ja, und das gleiche machen wir dann einfach auch wiederum mit K, weil ich habe vorhin, beziehungsweise am Anfang ja schon gesagt gehabt, dass wir das Ganze auch auf K beides haben. Und zwar, wenn wir jetzt hier K drücken, öffnet er wirklich den Kofferraum und macht ihn dann auch gleich wieder zu. Und ja, hier können wir dann auch einfach zack, AK reinlegen, zack, ist der Kofferraum wieder zu, ne? Mit Animation. Das hat schon was, ne? Finde ich gut. Gut gemacht auf jeden Fall. Haben viele Kostenpflichtige nicht. Nur mal angemerkt, ne? Gut, wenn wir jetzt wieder K drücken, dann öffnet er wieder den Kofferraum und die AK ist wieder rum drin. Ne, zack. Können wir eine gute Waffenlieferung machen, etc. pp. Ne? Alles im RP dann ausspielen. Aber damit ihr das einmal gesehen habt, bevor ihr euch das Ganze installiert. Gut. Zack. So, bleib liegen. Okay, dann geht's auch weiter mit dem Video. Ciao, ciao. Genau. So, einmal kurz gucken, ob ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Ah, hier. Hier haben wir noch, weiß nicht, ob uns der Shop dann im Weg ist. Hier haben wir auf jeden Fall noch Getränke. Läden. Ja, das ist ein bisschen im Weg, aber ich glaube, wir können beides, ja. Ja. Wie wir hier sehen, haben wir halt das gleiche wie im Shop drinnen. Aber ein anderes Symbol. Das heißt, wir können halt Shops erstellen, wo man was kaufen kann, etc. pp. Also können wir halt so viel erstellen, wie wir wollen. Ja. Wie gesagt, halt hier haben wir den alten. Und hier ist das neue. Oder andersrum, je nachdem. Ne? Und wir können uns dadurch halt viel, viel sparen, dass wir halt, weil wir schon alles so weit vorinstalliert bekommen. So, noch einmal zurück. Hier, wenn wir den Server restarten, steht immer, wie viele Items kommen aus der Datenbank und wie viele Items wurden vom Inventar geladen. So, das heißt, hier steht, also 42 wurden aus der Datenbank geladen. Und wenn wir, ja, und hier haben wir das, hier wurden 243 Items geladen vom Inventar aus. Ja. Das heißt, wir können auch die ganzen Items halt nur so in das Inventar mit reinschreiben. Und gar nichts mehr in der Datenbank. Ja. Items bräuchten wir dann gar nicht mehr in der Datenbank. Und wir können uns die Sachen trotzdem noch geben. Ja. Mit dem Standard-ESX-Befehl. Gut. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das war's. Gut, Leute. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.